Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag und da gibt es in der Regel Termine, heute auch. Herr Büchner hat das Wort. Genau so, wie immer am Freitag ein Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Am Europatag, dem 9. Mai, also am kommenden Dienstag, hält der Bundeskanzler gegen 10.45 Uhr eine Rede vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Die Rede findet auf Einladung der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, im Rahmen der Reihe This is Europe statt. Anknüpfend an seine Prager Rede wird der Bundeskanzler seine Sicht auf die aktuelle Lage und die Zukunft der Europäischen Union vorstellen. Im Anschluss wird es eine Debatte mit den Abgeordneten geben. Es handelt sich gleichzeitig um den Antrittsbesuch des Bundeskanzlers beim Europäischen Parlament. Im Rahmen der Gesprächsreihe This is Europe lädt das Europäische Parlament Staats- und Regierungschefs ein, ihre Vorstellungen zu Europa zu präsentieren. Zuletzt sprach der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel am 19. April in dieser Reihe. Am Mittwoch, den 10. Mai, tagt um 11 Uhr das Kabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers und dann findet ab 14 Uhr eine Besprechung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder statt. Erörtert werden alle aktuellen Fragen in der Flüchtlingspolitik. Wie Sie sicher vorstellen können, kann ich den Beschlüssen von dieser Stelle aus nicht vorgreifen. Gerne nutze ich aber die Gelegenheit, um Ihnen unsere Ausgangslage in der Flüchtlingspolitik darzulegen. Die Bundesregierung betrachtet es als ihre humanitäre und völkerrechtliche Verpflichtung, Menschen, die in Not sind, schnell und unbürokratisch zu helfen. Unser Land war und ist ein weltoffenes, starkes und hilfsbereites Land. Mehr als 1 Million Menschen sind bisher aufgrund des russischen Angriffskriegs aus der Ukraine zu uns gekommen. Zusätzlich suchen viele Menschen aus anderen Staaten Schutz bei uns. Die Aufnahme, Versorgung und Integration von Geflüchteten bedarf daher einer großen Kraftanstrengung und ist eine gesamtstaatliche Herausforderung. Wichtigstes Ziel dieser Bundesregierung ist es, für einen geordneten und strukturierten Prozess bei der Aufnahme der Geflüchteten auf allen staatlichen Ebenen zu sorgen. Hierfür ist insbesondere erforderlich, die Migrationsverwaltung zu digitalisieren und einen behördenübergreifenden Datenaustausch zu schaffen, die irreguläre Migration konsequent zu bekämpfen und reguläre Migrationswege zu eröffnen, die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern zu intensivieren und auszubauen, der von der Bundesregierung im Februar eingesetzte Sonderbevollmächtigte für Migrationsabkommen Joachim Stamp wird hierfür partnerschaftliche Vereinbarungen mit betroffenen Herkunftsländern treffen. Und es ist erforderlich, Personen ohne Bleiberecht sowie Straftäter und Gefährder konsequent auszuweisen. Geflüchtete aufzunehmen und zu versorgen, ist eine Aufgabe, die an Ort und Stelle in den Kommunen und Ländern geleistet werden muss. Der Bund unterstützt Länder und Kommunen daher im Rahmen seiner gesamtstaatlichen Verantwortung umfassend finanziell und logistisch und dies bereits verstärkt seit dem Jahr 2015. Zusammengefasst, was wir brauchen, sind Offenheit und Ordnung. Offenheit einerseits, weil Völkerrecht und Humanität dies gebieten, Ordnung andererseits, damit reguläre Migration ermöglicht wird, während irreguläre Migration reduziert wird. Das sind die Herausforderungen, die nicht zuvorderst mit Geld zu lösen sind, sondern mit den Maßnahmen für einen geordneten und strukturierten Prozess bei der Aufnahme von Geflüchteten auf allen staatlichen Ebenen. Die Bundesregierung ist zuversichtlich, am 10. Mai mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu gemeinsamen Verabredungen zu kommen, die deutliche Verbesserungen in den Abläufen auf allen betroffenen staatlichen Ebenen ermöglichen. Dadurch wird es gelingen, die Herausforderungen für unser Land gemeinsam gut zu bewältigen. Nach der Konferenz wird es wie üblich eine Pressekonferenz mit dem Bundeskanzler und den Ministerpräsidenten Weil und Wüst geben. Über die weiteren Details dazu werden Sie noch gesondert unterrichtet. Am Donnerstag wird der Bundeskanzler von 16 bis 17:30 Uhr mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Jugendpolitiktage sprechen. Ihm ist es wichtig, sich mit jungen Menschen dazu auszutauschen, was ihnen derzeit besonders unter den Nägeln brennt. An den Jugendpolitiktagen 2023 nehmen bis zu 1.000 junge Menschen im Alter von 16 bis 27 Jahren aus ganz Deutschland teil. Sie entwickeln Maßnahmen und Zukunftsideen für eine jugendgerechtere Politik. Dazu diskutieren sie auch mit Vertretern und Vertreterinnen der Bundesregierung und der Zivilgesellschaft. Die Ergebnisse sollen unter anderem in den Nationalen Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung einfließen. Die Jugendpolitiktage finden in diesem Jahr vom 11. bis 14. Mai im Haus der Kultur und der Welt statt. Sie sind eine Veranstaltung des Bundesjugendministeriums und Teil der gemeinsamen Jugendstrategie der Bundesregierung. Inhaltlicher und organisatorischer Partner ist die Jugendpresse Deutschland. Anschließend wird der Bundeskanzler die Eröffnungsreden beim 4. German Startup Awards im Tippi am Kanzleramt in Berlin halten.
Mit dieser Veranstaltung ehrt der Bundesverband Deutsche Startups Newcomerinnen und Newcomer, Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren, Impact-Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem deutschen Startup-Ökosystem und vergibt zudem einen Sonderpreis. Der Termin ist presseöffentlich. Am kommenden Freitag, dem 12. Mai, wird Bundeskanzler Scholz ab 9 Uhr an der Debatte im Deutschen Bundestag zum 75. Jahrestag der Gründung des Staates Israel teilnehmen. Anschließend besucht der Bundeskanzler den Hafenterminalbetreiber J. Müller AG in Prake an der Unterweser. Das Unternehmen ist auf den Umschlag vielfältiger Produkte spezialisiert, von kompletten Windkraftanlagen über Stückgut bis zu Getreide. Der Seehafen Prake ist damit ein wichtiger Partner der Windkraftindustrie. Der Bundeskanzler wird dort unter anderem über die Bedeutung der deutschen Seehäfen für unsere Lieferketten und die Energiewende sprechen. Der Termin ist presseöffentlich. Ebenfalls am Freitag, dann am Nachmittag gegen 13.30 Uhr, besucht der Bundeskanzler die Steelwind Nordenham GmbH. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Produktion von Monopiles und Megamonopiles, also Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen, für Wassertiefen von bis zu 80 Metern. Der Bundeskanzler wird sich im Rahmen einer Werksführung ein Bild von den Produktionsprozessen vor Ort machen. Dabei wird er sich über aktuelle Herausforderungen der Stahlbranche aus Sicht von Unternehmensführung und Beschäftigten informieren. Zudem ist ein offenes Gespräch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geplant. Auch dieser Termin ist presseöffentlich. Am Sonntag, dem 14. Mai, hält der Bundeskanzler eine Festrede bei der Verleihung des Internationalen Karlspreises zu Aachen. Der Internationale Karlspreis zu Aachen wurde 1950 erstmals vergeben und ist der älteste und bedeutendste Preis, mit dem Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet werden, die sich über Europa und die europäische Einigung besonders verdient gemacht haben. Der Internationale Karlspreis wird in diesem Jahr an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und an das ukrainische Volk verliehen. Neben dem Bundeskanzler werden auch die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki eine Festrede zu Ehren der Preisträger halten. Soweit zu den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Vielen Dank, Herr Büchner. Da mir zu dem Thema Migration schon einige Fragen vorliegen, würde ich damit starten. Frau Maurer, wollen Sie beginnen? Oder war das, habe ich das missverstanden? Also erstmal an das BMI. Herr Lindner hat ja jetzt den physischen Schutz von EU-Außengrenzen gefordert. Auch Frau Faeser hat im März, soweit ich das verstanden habe, schon davon gesprochen, dass hohe Zäune und Mauern zu einer EU-Außenpolitik dazugehören. Vielleicht können Sie noch mal sagen oder erläutern, wie die Position der Innenministerin zur Frage Mauern an den Außengrenzen ist. Ja, Frau Maurer, an dieses Zitat kann ich mich nicht erinnern. Sie hat immer betont, dass ein starker EU-Außengrenzschutz wichtig ist, um ein Europa der offenen Grenzen im Inneren, also den Kern der Errungenschaft der EU mit dem Schengen-Raum, erhalten zu können. Sie wissen, dass wir ja beispielsweise an der Grenze zu Österreich seit längerer Zeit temporäre, auch stationäre Grenzkontrollen durchführen, was ja eigentlich so im Schengen-Raum nicht sein sollte, weil eben die EU-Außengrenzen nicht ausreichend geschützt sind. Das heißt für uns aber vor allem, dass es eine vollständige Kontrolle, Registrierung an den EU-Außengrenzen geben muss. Und das ist auch etwas, was im Rat unter französischer Präsidentschaft maßgeblich vorangebracht, auch durch die Bundesinnenministerin im letzten Jahr mit der Screening-Verordnung schon beschlossen worden ist. Also sozusagen den vollständigen Überblick, die Kontrolle, Registrierung an den EU-Außengrenzen durchzuführen. Und das war schon ein wesentlicher Durchbruch im Rat. Die Verhandlungen müssen mit dem Europäischen Parlament noch zu Ende geführt werden. Das ist ein wesentlicher Teil des gemeinsamen europäischen Asylsystems. Und worüber wir aktuell verhandeln, sind die sogenannten Grenzverfahren an den europäischen Außengrenzen, bei denen Menschen mit einer sehr geringen Schutzquote, also einer sehr geringen Aussicht auf Schutz in der Europäischen Union, direkt an den EU-Außengrenzen ihr Asylverfahren erhalten und gegebenenfalls auch von dort zurückgeführt werden können. Und da setzt sich die Bundesregierung gegenüber den Vorschlägen der EU-Kommission insbesondere dafür ein, Menschenrechte auch dort zu schützen und insbesondere schutzbedürftige Personen, Kinder, Schwangere und Ähnliche von diesen Grenzverfahren auszunehmen. Aber das betrifft, wie gesagt, nur Menschen mit einer sehr geringen Aussicht auf Schutz. Was jetzt konkrete Sicherungsmaßnahmen an den EU-Außengrenzen angeht, das ist beim Europäischen Rat beraten worden. Da gab es auch Ratsschlussfolgerungen dazu. Die Europäische Kommission finanziert solche Schutzmaßnahmen der Mitgliedstaaten. Und dazu gehört Verschiedenstes, von Kameratechnik über physische Einrichtungen. Das können Sie in den Ratsschlussfolgerungen nachlesen. Aber wie gesagt, das wurde nicht im Innenrat, sondern im Europäischen Rat besprochen. Und dahinter steht natürlich auch die Bundesinnenministerin. Das heißt, sie teilt sozusagen diese Forderung nach Zäunen oder Mauern. Das ist erstmal eine Forderung, für die Christian Lindner jetzt alleine steht, also seine eigene Forderung. Teilt sie nicht?
Also zu den Forderungen von Christian Lindner müssen Sie Christian Lindner fragen oder meine Kollegin aus dem BMF. Das mache ich mir nicht zu eigen. Worauf es für uns ankommt im EU-Außengrenzschutz, habe ich ja gerade betont. Die Kontrolle, die Registrierung, auch die Grenzverfahren für Menschen, die eben nur eine sehr geringe Aussicht auf Schutz haben. Welche konkreten Schutzmaßnahmen getroffen werden, hängt ja sehr von den Gegebenheiten vor Ort ab. Das liegt in der Verantwortung des jeweiligen Mitgliedstaats an der Außengrenze. Diese Maßnahmen werden dort getroffen. Und uns als Bundesregierung ist es sehr wichtig, dass alles, was dort passiert, die Menschenrechte wahrt derjenigen Menschen, die dort ankommen, und dass all das möglichst unter Frontex-Mandat geschieht. Frontex hat ja eine neue Leitung, davon haben wir uns auch einen Neuanfang bei Frontex versprochen. Der neue Frontex-Direktor hat sich auch in dieser Richtung geäußert, und das ist die Position der Bundesregierung, also Menschenrechte einhalten an den EU-Außengrenzen und möglichst unter Mandat von Frontex. Zu konkreten Schutzvorkehrungen müssen sich die jeweiligen Mitgliedstaaten oder die Kommission äußern. Frau Kalwey, Sie können ergänzen. Danke. Ja, ich würde gerne, weil es ja um die Äußerungen von Herrn Lindner auch ging, noch mal einmal kurz das einordnen. Er hat diese Aussage gestern im Rahmen einer Podiumsdiskussion getätigt. Das war im Rahmen einer Diskussion zu einer Nachfrage. Und er hat auch nicht von konkreten Maßnahmen, so wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, gesprochen, sondern er hat es sehr allgemein gesagt. Also, Moment. Also wir machen hier eigentlich, geht es jetzt weiter, aber jetzt machen Sie noch mal, bitte. Von Zaun hat er ja gesprochen. Wenn Sie sich die Aufzeichnung gesehen haben oder die Live-Schalte, werden Sie, glaube ich, sehen, wie das zustande gekommen ist. Das hat man akustisch nicht verstanden. Ach so. Ich habe nur noch mal auf die Veranstaltung gestern hingewiesen, und wenn man es sich angeschaut hat, glaube ich, kann man auch sehen, wie das zustande gekommen ist. Das wollte ich nur noch mal einmal betonen. Herr Rinke hat das Wort. Ja, da ich es auch gesehen habe, also er hat das Wort Zaun gesagt, auf Nachfrage. Aber egal, ich wollte eigentlich was anderes fragen, nämlich an das BMI. Nochmal nachgefragt zu den Asylverfahren an den Außengrenzen, was das genau heißt. Heißt das, dass das Verfahren sind, die in den Außengrenzstaaten, also Griechenland und Italien, durchgeführt werden? Oder plädiert die Innenministerin auch dafür, dass diese Verfahren schon in angrenzenden Ländern, also zum Beispiel in der Türkei oder in Nordafrika, stattfinden? Also nochmal zur Einordnung. Wir reden ja hier über Vorschläge der Europäischen Kommission, die auch schon seit einer ganzen Weile verhandelt werden. Insofern wären das auch Fragen an die Kommission zu ihren Vorschlägen. Die Position der Bundesregierung ist, dass es diese Grenzverfahren geben soll. Wie gesagt, für Personen, die eine sehr geringe Aussicht auf Schutz haben. Die Bundesregierung setzt sich dafür eine Grenze bei einer Schutzquote von 15% ein. Die EU-Kommission hatte 20% vorgeschlagen. Und das bedeutet Verfahren an den EU-Außengrenzen dort, also wie Sie sagen, an der südlichen spanischen oder griechischen Grenze, italienischen Grenze zum Beispiel. Aber vielleicht habe ich es noch nicht verstanden, was heißt an den Außengrenzen? Also nicht in Drittstaaten, sondern sozusagen bei Ankunft in der Europäischen Union, bei an den Ankunft EU-Außengrenzen. In der EU, okay. Genau. Und darf ich die Frage auch nochmal? Wir sprechen auch, ne, oder die Kommission spricht auch von Grenzverfahren, weil die EU-Außengrenze gemeint ist. Damit sind nicht Verfahren in Drittstaaten gemeint. Darf ich die Frage auch nochmal ans BMF stellen? Frau Kalwey, weil Sie ja gestern bei der Veranstaltung, weil Sie die auch gesehen haben, da hat Herr Lindner ja auch etwas gesagt, dass die Asylverfahren auch außerhalb der EU schon begonnen werden können. Können Sie das noch ein bisschen präzisieren, was er damit gemeint hat? Ja, das war eine Aussage, genau, die er auch auf der Veranstaltung getroffen hat. Ich kann Ihnen dazu jetzt aber keine konkreteren Angaben machen. Also vielleicht kann ich dazu was sagen, ohne jetzt Herrn Lindner zu zitieren, oder ich weiß auch nicht, was er konkret gesagt hat. Aber da einfach sozusagen aus der BMI-Perspektive. Es gibt zum Beispiel im Rahmen von Resettlement-Verfahren, also wo man bewusst Geflüchtete aus anderen Staaten übernimmt, um diese zu entlasten, natürlich das Verfahren, dass dort schon der Schutzstatus geprüft wird, weil man dann natürlich nur Menschen übernimmt, die auch hier ein Schutzbedürfnis und einen Anspruch auf Schutz haben. Das nennt sich Resettlement und läuft meistens mit dem UNHCR oder der Internationalen Organisation für Migration, IOM, zusammen und ist ein übliches Verfahren. Und das andere, worauf Herr Stamp, der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, hingewiesen hat, ist, dass es auch im Rahmen von Migrationsabkommen geprüft werden kann, den Schutzstatus einer Person schon in einem Drittstaat zu prüfen. Aber wie gesagt, prüfen und im Rahmen von Migrationsabkommen, und über diese verhandelt Herr Stamp ja gerade erst. Herr Jung.
Herr Keil, Sie schienen sich gerade nicht erinnern zu können. Die Kollegin hat ja zitiert wegen hohe Zäune und Mauern. Ministerin Faeser hat davon gesprochen. Im März, als es um die EU-Außengrenzen geht, ging die nicht hinreichend funktionieren würden, wie sie gesagt hat. Und dann hat sie gesagt, dass zur europäischen Außenpolitik, Zitat, zu einem Teil auch hohe Zäune und Mauern an den Außengrenzen gehören würden. Möchten Sie dieses Zitat leugnen? Und wie hoch sollen dann diese Zäune und Mauern sein, nach Vorstellung von Frau Faeser? Also die Sicherungen, die es an der EU-Außengrenze schon gibt, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Mitgliedstaaten. Dort gibt es bereits Zäune und Mauern. Ich nehme an, dass sie sich darauf bezogen hat. Das ist also keine Forderung, sondern eine Zustandsbeschreibung. Und wie gesagt, Deutschland setzt sich dafür ein, dass die Menschenrechte an den Außengrenzen geschützt werden und das unter Frontex-Mandat geschieht. Alle weiteren Fragen zu den Sicherungen, das sind ja keine deutschen Anlagen, sondern die der jeweiligen Staaten an der Außengrenze, müssten Sie an die jeweiligen Regierungen oder an die EU-Kommission richten, die diese Einrichtungen auch zum Teil finanziert. Und wie schützen hohe Zäune und Mauern Menschenrechte? Vielleicht können Sie das kurz erklären. Und Frau Kalwey, welche Zäune stellt sich Herr Lindner denn vor? Also Stacheldraht? Also Menschenrechte werden dadurch geschützt, dass jeder, so wie es ihm zusteht, einen Asylantrag stellen kann. Dieser Asylantrag geprüft wird, Rechtsschutz besteht. Menschen, die ein bestimmtes Schutzbedürfnis haben, auch entsprechend untergebracht werden. All das gehört zu einem Menschenrechtsschutz an den Außengrenzen. Ich habe meinen Äußerungen nichts hinzuzufügen. Herr Rinke nochmal. Ja, eine Frage an Herrn Büchner. Mit Blick auf den Migrationsgipfel nächste Woche, auch wenn Sie den Ergebnissen noch nicht vorweggreifen können, geht denn die Ampelregierung oder der Kanzler für die Ampelregierung mit einer abgestimmten Position da rein? Weil Sie hatten eben noch mal betont, dass der Bund eigentlich die Länderforderung nach mehr Geld zurückweist, weil das nicht der entscheidende Punkt ist. Aber sowohl die grünen Fraktionsvorsitzende als auch die grünen Parteichefin fordern mehr Geld für Kommunen, die besonders belastet sind. Also was ist jetzt genau die Position der Bundesregierung? So wie ich es Ihnen vorgetragen habe. Und ja, die Bundesregierung geht da mit einer abgestimmten Position in diese Gespräche. Und das heißt kein Geld für die Länder? So wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, dass das Geld nicht im Mittelpunkt steht. Ich sehe jetzt zu diesem Thema keine weiteren Fragen. Herr Jessen, ist gerade noch eine eingefallen? Ja, man wartet ja, ob jemand sie schon vorher stellt. Herr Keil, welche konkrete Schutzfunktion haben Mauern und Zäune an EU-Außengrenzen? Welche konkrete Schutzfunktion? Also, die Sicherung der EU-Außengrenze ist dafür da, zu wissen, wer in die Europäische Union kommt und Menschen dort zu registrieren, zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass sie einen Asylantrag stellen können. Und dafür muss man an Grenzen auch kontrollieren. Und diese Kontrolle wäre ohne Mauern und Zäune nicht möglich? Ich möchte es nochmals betonen. Das ist nichts, was die Bundesregierung dort trifft und zu konkreten Maßnahmen und deren Wirkung. Das wäre wirklich eine Frage an die Europäische Kommission und gegebenenfalls an Frontex, die unter Frontex-Mandat da ja auch unterstützen an den Außengrenzen oder an die jeweiligen Staaten. Das ist nichts, wozu ich mich von hier aus äußern könnte. Herrn Rinke ist auch noch einer eingefallen. Ja, noch mal eine Frage ans BMI, an Herrn Keil, mit Blick auf den nächsten Mittwoch. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was der letzte Stand bei den Zahlen ist. Das ging auch ein bisschen durcheinander in den letzten Wochen, ob pro Monat jetzt eigentlich 20.000 oder 30.000 Migranten und Flüchtlinge kommen. Vielleicht können Sie dann noch mal sagen, wie die letzte Zahl zum Beispiel für April war. Also wir hatten die vom ersten Quartal. Damit ja, ich kann Ihnen nicht alle sagen. Das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wird heute Nachmittag die Asylzahlen für April veröffentlichen. Insofern haben Sie dann für die ersten 4 Monate dieses Jahres einen Überblick. Für das erste Quartal sind sie ja schon veröffentlicht. Die ganz aktuelle Zahl zu Geflüchteten aus der Ukraine für den April kann ich Ihnen auch noch nicht nennen, aber können wir gerne nachreichen. Insgesamt im Ausländerzentralregister registriert sind etwa 1.060.000 Flüchtlinge aus der Ukraine und seit in dem gleichen Zeitraum etwa 300.000 Asylantragsteller. Aber wie gesagt, die Zahlen für April kommen noch dazu. Herr Küstner, vielleicht nehmen Sie also die eine Million, die 1.060.000 aus der Ukraine ist die aktuelle Zahl im Ausländerzentralregister.
Die 300.000 Asylerstanträge war die Zahl bis, also im gleichen Zeitraum seit Beginn des Ukraine-Krieges, einfach sozusagen als Vergleich bis Ende März. Da kommt dann die Zahl von April noch dazu. Die wird das BAMF, wie gesagt, heute veröffentlicht. So. Gibt es jetzt noch Fragen zu diesem Thema? Das sieht mir nicht so aus. So, dann haben wir den einen Punkt aus den Terminankündigungen sozusagen erledigt. Jetzt habe ich hier noch die Rede des Bundeskanzlers vor dem Europäischen Parlament. Dann haben wir den Jugendpolitiktag. Dazu gibt es auch keine Fragen. Den Start-up Award, bei dem der Kanzler spricht. Bitte schön, Herr Jung. Da hat der Büchner ganz schön viele Buzzwords benutzt. Herr Büchner, können Sie uns sagen, was ein Impact-Unternehmer ist? Nein. Die heißen so und das ist einer, der was so bewegen will. Also Impact, soll was rauskommen, wenn ich das mal beantworten darf, aus meiner Start-up. Ich habe Sie ja nicht gefragt, sondern die Bundesregierung. Ja, ich weiß. Sie muss ja wissen, wovon sie redet, wenn sie das bewirbt. Aber vielleicht haben Sie die Gelegenheit, jetzt nur Ihren Zettel zu suchen. Ja. Gut. Also gibt es noch weitere Fragen zu Impact-Unternehmen oder so? Dann hatten wir die Debatte im Bundestag zur Gründung des Staates Israels. Herr Jess. Eine indirekte Frage dazu, die eigentlich am Mittwoch hätte dran kommen können oder sollen. Im Kabinett wurde beschlossen, ein Gesetz zur Veränderung des Vertrages der Bundesrepublik mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland. Jetzt kann man sich eine inhaltliche Verbindung vorstellen. Können Sie uns sagen oder nachliefern, was Inhalt dieses Vertrages ist, der am Mittwoch ohne Aussprache im Kabinett beschlossen wurde? Das kann ich gerne gleich nachliefern. Ein paar Minuten. Okay. Die Besuche des Kanzlers im Norden. Und dann habe ich noch den Karlspreis. Herr Rinke. Ja, Frage an Herrn Büchner, ob es irgendwas Neues gibt, was einen möglichen Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland angeht. Es gibt ja zwei Optionen oder drei. Er kommt nach Berlin, er kommt nach Aachen oder er kommt gar nicht. Gibt es da irgendwelche Klärungen? Zu dem Thema kann ich Ihnen heute überhaupt gar nichts sagen. Frau Drobalska, ja? Nicht dazu, aber was macht der Bundeskanzler am 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus? Also, das war jetzt waren wir noch eigentlich bei Zelensky. Dann, da habe ich auch eine Frage. Ja, da waren wir ja bei dem Thema. Dann bitte. Ist es denn bekannt, dass oder wird es erwartet, dass Herr Zelensky persönlich den Preis entgegennimmt? Das, was ich gerade gesagt habe, kann ich gerne wiederholen. Ich kann zu dem Thema heute nichts beitragen. So, dann der Kollege hier vorne. So, dann dieses Mikro. Ja. Rewert Hoffer von der Neuen Zürcher Zeitung. Eigentlich sollte ja auch der französische Präsident Emmanuel Macron zur Preisverleihung des Karlspreises kommen, dort auch eine Rede halten. Er hat dann wieder abgesagt. Hat denn Herr Macron gegenüber dem Kanzler seine Absage begründet? Dazu ist mir nichts bekannt. Jetzt hatte ich aber noch eine Hand gesehen, glaube ich. Bitte schön. Fabian Busch von web.de und GMX. Ich versuche es noch mal anders. Angenommen, der ukrainische Präsident würde nach Deutschland reisen. Wäre es im Interesse der Bundesregierung, dass dieser Besuch erst kurz vorher bekannt wird, wie das ja in Washington, Warschau, Den Haag, Helsinki, London, Paris, Brüssel auch funktioniert hat? Wenn es so einen Besuch gäbe, würden wir den kurzfristig ankündigen. Gut, dann habe ich Herrn Jessen. Bereitet sich die Bundesregierung auf alle drei möglichen Szenarien vor? Ich wiederhole, was ich vorhin gesagt habe. Ich werde zu dem Thema sonst weiter nichts sagen heute. Aber Sie können doch sagen, ob Sie sich, nein, nachdem eine Bandbreite genannt wurde, ob Sie die in der Vorbereitung die volle Bandbreite in Arbeit haben. Ich werde aus Gründen nichts sagen zu dem Thema. Gut, dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann sind wir noch mal beim 8. Mai. Die Frage ist ja schon gestellt worden von Frau Drobalska. In den Terminen des Bundeskanzlers habe ich hier keinen stehen. Nachfrage, hat er dann einen freien Tag? Nein, der Bundeskanzler arbeitet und zwar ist er immer im Dienst, wie Sie wissen. Ja, bitte, sehr gerne. Sie haben sogar Ton, ohne mein Zutun jetzt. Genau, Herr Jessen, Sie fragten ja nach dem neuen Vertrag mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland, den die Bundesregierung jetzt im Kabinett bestätigt hat. Die Bundesinnenministerin hat den zusammen mit Josef Schuster, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden, in der Woche davor schon vorgestellt. Und im Wesentlichen bedeutet das, dass die Bundesregierung ihre jährlichen Leistungen an den Zentralrat der Juden erhöht, von 13 Millionen Euro auf 22 Millionen Euro künftig, mit dem Ziel, jüdisches Leben sichtbarer zu machen, insbesondere
insbesondere die Jüdische Akademie in Frankfurt am Main, die derzeit entsteht, stärker zu unterstützen, aber auch in den Bereich der Antisemitismusprävention, der Bildungsprojekte und der Erinnerungsarbeit mehr investieren zu können durch den Zentralrat der Juden. Und zusätzlich sehen diese erhöhten Mittel ein bundesweites Ausbildungsprogramm für Sicherheitspersonal an jüdischen Einrichtungen vor, zusammen mit den Industrie- und Handelskammern, um Sicherheitspersonal speziell zu schulen für Gefahren- und Deeskalations- und Präventionsstrategien. Das ist natürlich Sicherheitspersonal zusätzlich zu den staatlichen Maßnahmen und dem Polizeischutz, der leider an jüdischen Einrichtungen notwendig ist. Dann ist das Thema auch bearbeitet. Dann habe ich noch hier mehrere Fragen zur Personalaufstellung im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Frau Kleber, wollen Sie vielleicht damit beginnen? Gerne. Ich habe eine Frage an Herrn Büchner. Die Opposition hat gefordert, dass Herr Greichner zurücktritt. Wie steht der Kanzler denn zu diesen Rücktrittsforderungen? Zu dem Thema kann man nur sagen, dass das Bundeswirtschaftsministerium sich den Fall ja angesehen hat und jetzt die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen hat. Und das ist auch aus Sicht des Bundeskanzlers in Ordnung so. Ich hatte noch weitere Fragen dazu, aber vielleicht haben die sich, nein, die haben sich nicht erlebt. Herr Küster, selbe Mikro, ne? Ja, nochmal direkte Nachfrage dazu, war ja auch von Seiten der Opposition, also des CDU-Chefs zum Beispiel, die Aufforderung kam, sich von Seiten des Kanzlers doch dazu zu äußern. Hat er vor, das zu tun? Das ist mir nicht bekannt. Dann habe ich Herrn Rinke dazu gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, an wen die Frage genau geht, aber ich stelle sie jetzt auch mal an Herrn Büchner. Es war ja schon am Mittwoch, glaube ich, Thema gewesen. Gibt es eigentlich in der Bundesregierung jetzt die Bitte an die anderen Häuser, dass sie mögliche personelle Verquickungen in allen Ministerien untersuchen? Es gibt allgemein Compliance-Regeln und die gelten, an die wird sich auch überall gehalten. Und insofern gibt es da keinen zusätzlichen Anlass. Haben Sie das nochmal abgefragt? Also wissen Sie, dass alle anderen Ministerien sich an die Compliance-Regeln halten? Davon können wir einfach ausgehen. Wiedemann. Das wäre jetzt ans BMWK. Sie haben ja heute die sozusagen veröffentlicht, die Auftragsvergaben ans Öko-Institut. Jetzt würde mich nochmal die Agora Energiewende interessieren. Die tauchten zwar im Parteinamen da auf, aber waren ja nicht gelistet. Und jetzt gibt es zumindest Gerüchte, dass die Agora für das Ministerium eine Frühkoordinierung für Gesetzentwürfe macht. Also wenn das ein offizieller Auftrag wäre, müsste das ja irgendwo auftauchen. Können Sie dazu was sagen? Ja, also zunächst mal ist es richtig, wir haben gestern Abend die Listen veröffentlicht, die Aufträge an das Öko-Institut betreffen und Zuwendungen. Ich möchte gern noch mal darstellen, was hier der Unterschied ist. Also bei Aufträgen geht es eben um Aufträge, die im Vergabeverfahren vergeben werden. Das sind typischerweise Studien oder Gutachten. Und daneben haben wir veröffentlicht Zuwendungen, das sind typischerweise Energieforschungsprojekte. In den veröffentlichten Zahlen sieht man, dass es sehr lange und sehr alte Projekte gibt. Die meisten stammen aus der alten Legislatur oder aus noch Legislaturperioden davor. Also es gibt sehr, sehr viele Projekte, beispielsweise seit dem Jahr 2012. Das sind beispielsweise Zuwendungsprojekte im Bereich der Energieforschung. Und dann schwankt es einfach über die Jahre. Aber der Großteil der Projekte, die wir veröffentlicht haben bis zum gestrigen Stichtag, also bis zum 4.5.2023, stammen aus der vorangegangenen Legislatur. Wir werden auch noch weitere Listen veröffentlichen. Da sind wir noch nicht so weit, deshalb muss ich um ein bisschen Geduld bitten. Aber wir werden ebenfalls veröffentlichen die Zuwendung an Agora sozusagen und an BUND. Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir die Listen final haben. Aber auch das werden wir selbstverständlich veröffentlichen. Ich kann das jetzt im Einzelfall, worauf Sie Bezug nehmen, nicht beantworten. Das muss ich ebenfalls nachweisen. Aber vielleicht noch mal zur Struktur. Wenn es da Projekte gibt, dann sind das Zuwendungsprojekte, die wiederum Forschungsprojekte sind. Denn die Agora Energiewende ist ja kein Institut, was sich um Aufträge bewirbt. Das können Sie ja auch auf der Seite der Agora eindeutig nachweisen. Und die haben ja auch alles dazu veröffentlicht, was sie an Zuwendungsgeldern empfangen. Dem Einzelfall gehe ich gerne noch mal nach. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber ich würde es gerne prüfen und sauber beantworten. Jetzt habe ich Herrn Busch, hatte ich auch noch zu dem Thema auf der Liste. Nee, dann Herr Küstner.
dazu? Ja, nochmal direkt an Sie die Frage, Frau Dr. Baron. Kann Herr Greichen denn sicher sein, dass er seinen Posten als Staatssekretär behalten wird? Minister Habeck hat sich in der vergangenen Woche ja klar dazu geäußert und das gilt. Dann habe ich Herrn Jung dazu. Vor einer Woche war ja hier der Stand, dass dieser Fehler heilbar ist. Wie ist denn der Heilungsprozess? Wie ist da der Stand? Genau, wir haben vor einer Woche ja am 27.04. hat der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Energieagentur, Stefan Wenzel, dem Aufsichtsrat eben gebeten, das Verfahren zu überprüfen und gegebenenfalls neu aufzusetzen. Minister Habeck hatte dann ja auch am vergangenen Wochenende deutlich gemacht, dass die Neuaufsetzung des Verfahrens wohl der wahrscheinliche Weg ist. Entscheiden muss es der Aufsichtsrat der DENA, denn er ist das Entscheidungsorgan, was über die Besetzung von Geschäftsführerpositionen beschließen muss, in Abstimmung mit der Gesellschafterversammlung der DENA. Insofern kann ich die Frage nicht beantworten, die muss letztlich der DENA Aufsichtsrat beantworten. Ich gehe davon aus, dass das in Kürze der Fall sein wird. Sie sprachen ja gerade davon, dass weitere Listen veröffentlicht werden, so wie heute die Zuwendungen und Aufträge an das Öko-Institut. Unter weitere Listen verstehe ich aber nicht alle Listen. Also was spricht dagegen, wenn Sie einfach alle Listen mit allen Zuwendungen und allen Aufträgen an sämtliche Institute für uns veröffentlichen? Na, an der Stelle der Hinweis, wir haben es jetzt nochmal aggregiert zusammengefasst, aber wenn ich bei Zuwendungen und Energieforschungsprojekten gibt es eine Datenbank, eine öffentliche Datenbank. Da sind alle Energieforschungsprojekte einsehbar. Also es gibt Datenbanken, die diese Projekte auflisten. Wir haben es jetzt nochmal aufgrund der zu Recht erfolgten Nachfragen nochmal aggregiert dargestellt, damit es eben klar ist, was gibt es für Aufträge und Zuwendungen an das Öko-Institut. Wir haben ja auch klargestellt, dass wir Compliance-Regelungen haben. Aber nochmal, also das, was wir tun können, veröffentlichen wir. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es sehr umfassende Projektdatenbanken für alle Energieforschungsprojekte gibt. Aber nochmal die Frage, also damit es eben keine Salamitaktik gibt und so weiter. Warum nicht alle Zuwendungen, alle Aufträge an alle Institute? Was spricht dagegen? Da spricht grundsätzlich nichts dagegen, nur wir müssen die Zahlen ja sauber zusammenführen und das haben wir an der Stelle getan. Ich erinnere nochmal daran, dass es in dieser Legislatur einen Zuständigkeitswechsel gab. Es sind sehr viele Themen des Bundesumweltministeriums in die Zuständigkeit des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums gegangen und dafür gibt es einfach auch Präzisionsbedarf, da sauber zu arbeiten, weil natürlich viele Projekte, die beispielsweise vor 3-4 Jahren begonnen wurden, im damaligen Zuständigkeitsbereich des Bundesumweltministeriums, heute im Zuständigkeitsbereich des Bundeswirtschaftsministeriums liegen. Und damit ist es durchaus komplex. Das Thema können wir, glaube ich, auch verlassen. Dann habe ich noch den Industriestrompreis. Wollten Sie dazu noch was fragen? Ja, Entschuldigung, das habe ich nicht wahrgenommen. Und zwar würde mich mal interessieren, Frau Baron, warum das heute veröffentlicht wurde, nachdem ja aus dem Finanzministerium diese Woche so eine klare Absage jetzt zum Thema Brückenstrompreis zumindest kam, mit dem Hinweis der Finanzierung. In diesem Papier stehen ja jetzt 25 bis 30 Milliarden. Warum hat man da nicht noch lieber abgewartet, um sich intern zu einigen? Also wir haben ja seit Monaten, also eigentlich seit Beginn dieses Jahres deutlich gemacht, dass wir an Konzepten zu einem Industriestrompreis arbeiten. Minister Habeck hat das wiederholt deutlich gemacht, denn für ihn geht es eben darum, dass man Konzepte braucht, um die Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität zu begleiten und dafür ein Portfolio an Instrumenten und Maßnahmen braucht. Das zeigen ja auch die veröffentlichten Papiere, dass es nicht das eine Instrument ist, sondern dass es verschiedene Instrumente in verschiedenen Etappen sind. Aber ja, es gibt eine Übergangsphase, wo wir sagen, in dieser Übergangsphase muss man der energieintensiven Industrie eben gezielt unter die Arme greifen. Und dieses Konzept haben wir vorgelegt als Arbeitspapier, was wir vor allem mit den Akteuren konsultieren. Also wir haben jetzt sozusagen das sogenannte Bündnis Zukunft der Industrie darüber informiert und zu Konsultationen zu diesem Arbeitsplänen und Arbeitspapieren eingeladen. Vielleicht nur eine kurze Nachfrage an Frau Kalwey. Wie sehen Sie das, dass es jetzt öffentlich geworden ist, wo Ihr Haus ja eher skeptisch da war?
Ich will das jetzt nicht kommentieren, wenn ein anderer Minister ein Konzeptpapier vorstellt. Das ist ja freigestellt. Das kommentiere ich nicht. Und im Übrigen ist ja ansonsten die Position des Ministers dazu bekannt. Herr Rinke. Jetzt, danke. Ja, auch eine Frage an Frau Kalwey. Ich versuche es auch noch mal. Es gibt ja eine relativ präzise Zahl, was das kosten könnte. Also die Vorschläge von Herrn Habeck, nämlich bis zu 30 Milliarden Euro. Ihr Minister hat sich ja sehr kritisch gegenüber so einem Industriestrompreis vorher geäußert. Sind deswegen diese Vorschläge per se aus seiner Sicht nicht akzeptabel, weil er gesagt hat, es gibt überhaupt keinen Spielraum, das zu bezahlen? Oder sieht auch Herr Lindner Spielraum für diese Übergangsphase? Wie gesagt, der Minister hat sich ja dazu geäußert. Er hat sich auch zu dem Thema WSF geäußert und darauf auch hingewiesen, dass eine Umwidmung des WSF verfassungsrechtlich nicht möglich ist. Und von daher gibt es da jetzt auch keinen neuen Stand. Das wäre ja noch möglich, dass die Summen auch aus dem Haushalt gezahlt werden könnten. Für dieses Vorhaben stehen keine Finanzmittel zur Verfügung. Und ich habe Herrn Jessen jetzt noch dazu dem Thema, ja? Ja, genau, da Anschlussfrage. Frau Dr. Bauern, welche Finanzierungsmöglichkeit sieht Ihr Haus, wenn es auf der einen Seite aus Sicht des Finanzministers über den Stabilisierungsfonds nicht möglich ist und ansonsten Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stünden? Welche Quellen sehen Sie dann für 30 Milliarden? Also wir haben das in den veröffentlichten Papieren ja ausgeführt. In der Tat ist die Frage der Finanzierung natürlich zu diskutieren. Wir sehen hier durchaus Möglichkeiten aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Natürlich gibt es da rechtlich hohe Hürden, aber und es bedarf dafür Änderung. Aber nach unserer Ansicht sollte man das genau prüfen und diesen Weg eben erörtern. Nachfrage, da gibt es jetzt einen sehr klaren Dissens. Der Wirtschaftsminister sagt, aus rechtlichen Gründen sei eine Umwidmung des Fonds nicht möglich. Sie sagen, es sei möglich. Wer entscheidet dann über die Möglichkeit der Umwidmung oder der Finanzierung aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds? Wer entscheidet? Also wir haben einen Vorschlag vorgelegt. Das ist, wie gesagt, ja ein Arbeitspapier, was an die Konsultation auch mit den Akteuren geht, vor allem mit den Akteuren in der Industrie, den Gewerkschaften und der Industrie selbst, für die das Thema ja ein sehr wichtiges ist. Und das ist eben einfach zu erörtern. Okay. Das war ein anderes Thema. Okay, dann habe ich Herrn Rinke noch mal zum Industriestrom. Ja, noch mal die Frage an Herrn Büchner, was der Kanzler dazu denkt. Er hat am Montag ja sich sehr skeptisch gegenüber einem Industriestrompreis geäußert. Nachdem jetzt dieser Vorschlag von Herrn Habeck vorliegt, was ist die Meinung des Kanzlers? Die Meinung des Kanzlers ist gegenüber dem, was er in dem Interview mit der Rheinzeitung gesagt hat, nicht verändert. Er hat ja gesagt, dass wir uns einig sind in der Regierung, dass wir Strompreise brauchen, die für Industrie und Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar sind, ohne dauerhaft subventioniert zu werden. Und deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig, weil sie die billigste Weise sind, Strom zu erzeugen. Und wir müssen jetzt, hat er auch gesagt, ganz genau diskutieren, wie wir dazu kommen. Wenn ich kurz nachfragen darf, also die Betonung liegt da auf dauerhafter Subventionierung oder auf Subventionierung? Die Betonung liegt auf dem gesamten Satz, den ich Ihnen gerade vorgetragen habe. Da mache ich keine Unterschiede. Da gilt das Wort des Kanzlers. Gibt es dazu jetzt weitere Fragen noch? Das sieht mir nicht so aus. Dann hat Herr Jung das Wort zu einem anderen Thema. Ich wollte es schon am Mittwoch machen, weil da der Tag der Pressefreiheit war. Herr Büchner, Deutschland ist im Ranking der Pressefreiheit, der weltweiten Pressefreiheit abgerutscht, mittlerweile von Platz 16 auf Platz 21. Und Reporter ohne Grenzen nennt in ihrem Report auch Deutschland als Negativbeispiel. Unter anderem, weil Angriffe auf JournalistInnen bei Demos im Jahr 2022 einen neuen Höchstwert erreicht haben. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass es eine wachsende ideologische Radikalisierung in Teilen der Bevölkerung gibt und eine Verbreitung von pressefeindlichen Erzählungen. Mich würde interessieren, ob sowas, also so ein Ranking, die Bundesregierung an sich interessiert. Und wenn ja, was tun Sie dagegen? Ja, selbstverständlich interessiert uns das Thema Pressefreiheit. Es ist unverändert so, dass es in Deutschland eine freie und unabhängige Presse gibt.
Und ich glaube, es ist auch wichtig zu betonen, dass es Unterschiede gibt, die in diesem Ranking nicht so richtig deutlich werden. Also es gibt dort werden sozusagen alle Staaten miteinander aufgezählt, in denen sozusagen die Freiheit der Presse von Staatswegen unterdrückt wird, eben auch zusammengemischt mit den Staaten, in denen Journalisten bedroht werden, wie zum Beispiel auf Demonstrationen, wie Sie das erwähnt haben. Und selbstverständlich bemühen sich die Landespolizeien der Länder, bemühen wir uns in der Bundesregierung dafür zu sorgen, dass auf diesen Demonstrationen Journalistinnen und Journalisten geschützt sind und geschützt werden. Ja, Herr Kall schien was sagen zu wollen. Also, das ist aber der hat was zu mir gesagt. Okay. Nicht zu Ihnen. Entschuldigung. Also, Herr Kall, das ist ja quasi auch ein Vorwurf an die deutschen Sicherheitsbehörden, an die deutschen Polizeien. Ist das ein Thema für Frau Faeser? Das ist ja auch ein Alarmsignal. Absolut. Also wenn Sie die Meldung der Deutschen Presseagentur lesen, am Mittwoch hat sie sich dazu geäußert und gesagt, Extremisten, vor allem aus dem rechtsextremen Spektrum und sogenannte Querdenker, in den letzten Jahren, vor allem im letzten Jahr, Zahlen kann ich Ihnen auch gleich nennen, immer wieder Journalistinnen und Journalisten attackiert. Und wer Medienschaffende als sogenannte Lügenpresse diffamiert hat, der hat Hetze und Gewalt den Boden bereitet und sich mitschuldig gemacht. Die Bundesinnenministerin am Mittwoch gesagt, die deutschen Polizeibehörden beobachten vermehrt Angriffe auf Medien, insbesondere auch Gewaltdelikte. Und das macht uns Sorgen und verlangt eine klare Antwort des Rechtsstaats. Die Täter müssen konsequent verfolgt werden. Journalistinnen und Journalisten müssen bei der Ausübung ihrer Arbeit wirksam geschützt werden. So das Zitat von Frau Faeser am Mittwoch. Nun ist es so, wie Herr Büchner auch schon gesagt hat, dass für Demonstrationslagen, die ganz überwiegende Zahl dieser Straftaten ist ja bei Demonstrationen, gerade auch bei Querdenker-Demonstrationen begangen worden, die Länder zuständig sind. Insofern müssen sie sich an die Landesinnenministerien wenden. Aber selbstverständlich unterstützen die Sicherheitsbehörden des Bundes, insbesondere mit Gefährdungsbewertungen und Ähnlichem. Zu den Zahlen. Im Jahr 2022 wurden von den Polizeibehörden 320 politisch motivierte Straftaten gegen Medienvertreterinnen und Medienvertreter registriert, darunter 46 Gewaltdelikte. Das ist ein Anstieg um rund 16%, also was jetzt die Gesamtzahl der Straftaten angeht, gegen Journalistinnen und Journalisten gegenüber 2021. Zusätze. Ist das Ziel der Bundesregierung Platz 1 im Presseranking? Herr Büchner? Es geht nicht um irgendwelche Platzierungen in Presserankings. Es geht darum, dass wir eine freie und unabhängige Presse in diesem Land sicherstellen und dass Journalisten hier ohne Bedrohung für ihre Person, für ihr Leib und Leben arbeiten können. Daran arbeiten wir. Dafür gibt es viele Initiativen. Der Staatsminister, die Staatsministerin für der Bundesregierung für Kultur und Medien hat letztes Jahr ein Förderprogramm zum Schutz und zur strukturellen Stärkung unabhängigen Journalismus aufgelegt, wie Sie vielleicht wissen. Gefördert wird unter anderem ein Projekt zum Schutz der freien Berichterstattung, Rechte und Pflichten von Medien und Polizei. Bei dem Projekt informiert der Deutsche Presserat gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten an Polizeischulen über die Aufgaben der Medien, deren Arbeitsweise und Berufsethik. Und zudem haben beispielsweise das AA und das BKM im Oktober 2022 die Hannah-Arendt-Initiative gestartet, ein Schutzprogramm für Journalistinnen und Journalisten, Medienschaffende sowie Verteidigerinnen und Verteidiger der Meinungsfreiheit, die in Krisen- und Konfliktgebieten im Ausland oder im Exil hier in Deutschland leben. Von dieser Initiative profitieren insbesondere Medienschaffende, die sich durch ihre Arbeit weiter für eine unabhängige Berichterstattung in ihren Herkunftsländern einsetzen. Wir tun also hier eine ganze Menge. Und nochmal, ich finde, es ist ein wichtiger Unterschied, ob in einem Land die Pressefreiheit von Staatswegen eingeschränkt oder unterdrückt wird, was in Deutschland in keiner Weise stattfindet, oder ob es zu solchen Konflikten auf Demonstrationen kommt, wo Journalisten angegriffen werden von Extremisten, von Radikalen, von Querdenkern, wie auch immer. Und dagegen werden wir weiter deutlich vorgehen. Herr Jessen, dazu eine Frage. Eine der internationalen Symbolfiguren für Pressefreiheit oder deren Einschränkung ist Julian Assange. In Bezug auf den diesjährigen Tag der Pressefreiheit hat die Kulturstaatsministerin, die Sie eben schon angesprochen haben, wörtlich gesagt, eine Freilassung Julian Assange wäre ein gutes Zeichen, ein gutes Signal. Hat sie auch, wie das bei Kabinettsmitgliedern üblich ist, in diesem Fall die Position der Bundesregierung zum Ausdruck gebracht? Die Worte der Staatsministerin stehen hier für sich. Ich kenne keine sozusagen, ich habe
mich darüber jetzt jedenfalls nicht kürzlich mit dem Bundeskanzler unterhalten. Deshalb kann ich das jetzt nicht beantworten. Könnten Sie es vielleicht nachliefern? Es ist ja ein Unterschied, ob die Worte einer Staatsministerin nur für sich stehen oder ob sie, wie üblich bei Äußerungen von Regierungsmitgliedern, damit die Meinung der Regierung zum Ausdruck bringen. Also wenn die Bundesregierung der Meinung ist, dass die Freilassung Julian Assanges ein gutes Zeichen wäre, dann wäre es schön, wenn Sie uns das noch bestätigen könnten. Können wir versuchen nachzuliefern. Weitere Fragen, Herr Jung. Hat denn die Staatsministerin die Meinung der Außenministerin zum Fall Assange zum Ausdruck gebracht? Also Herr Jung, Sie kennen ja die Meinung der Außenministerin. Die hat sie ja im Juni letzten Jahres hier in dieser von diesem Platz aus hier kundgetan. Sie hatte damals, ich kann das gerne auch nochmal wiederholen, ja, auf ihre persönliche Meinung verwiesen und unterstrichen, dass es eine Diskrepanzen zwischen unserem Rechtsverständnis und dem Rechtsverständnis in den USA gibt, was die Bedeutung der Pressefreiheit in diesem konkreten Fall angeht. Sie wissen auch, dass die Außenministerin das Thema wiederholt gegenüber ihrem britischen Amtskollegen angesprochen hat, zuletzt bei ihrem Gespräch mit James Cleverley am 5.1. Und die Außenministerin hat aber eben noch mal betont gehabt, und das gilt ja auch weiter, dass das rechtliche Verfahren gegen Julian Assange in Großbritannien noch nicht abgeschlossen ist und dass noch weitere Rechtsmittel offen stehen. War jetzt eine Neuigkeit, dass Sie das mit Herrn Cleverley angesprochen haben, weil als wir danach gefragt hatten im Januar, wollten Sie sich nicht dazu äußern. Also das war tatsächlich so. Sie hat das Thema angesprochen gegenüber Herrn Cleverley. Auch zu diesem Thema? Nee, das wäre eine Frage zu einem anderen Themenkomplex. Also, die Pressefreiheit können wir immer verlassen, scheint mir. Ja, also natürlich nicht ganz. Genau, eine Frage ans BMG zum Thema Antibiotikamangel. Und zwar haben wir im Zuge einer Recherche versucht, zwei gängige Antibiotika an 10 Apotheken zu bekommen, leider ohne Erfolg. Und PatientInnen schildern uns Ähnliches. Deshalb die Frage, wie kann es zu diesem Mangel kommen? Und nun gibt es ja die Forderung des Apothekerverbandes, eine nationale Antibiotika-Reserve aufzubauen. Wie stehen Sie zu diesem Vorschlag? Hatten wir schon am Mittwoch sehr ausführlich, aber vielleicht wollen Sie noch mal drauf eingehen. Ich kann gerne noch mal 2-3 Sätze dazu sagen. Genau, also zu Einzelfällen kann ich mich jetzt hier natürlich nicht äußern. Mein Kollege hat es ja am Mittwoch schon mal gesagt. Wir haben Probleme mit Lieferengpässen, das ist ja bekannt. Wir haben auch jetzt schon Mechanismen, um dagegen anzugehen, zum Beispiel den Beirat beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dadurch war es uns ja auch möglich, den Mangel an antibiotikahaltigen Säften bekannt zu machen. Der ist jetzt den Landesbehörden ermöglicht, flexibler auf Lieferengpässe zu reagieren. Unter anderem werden zum Beispiel einzelne Importe aus anderen Ländern ermöglicht. Und was die Forderung nach der nationalen Reserve angeht, Sie wissen, dass wir ja einen Gesetzentwurf für ein Lieferengpassgesetz eingebracht haben. In dem Gesetzentwurf ist vieles, was jetzt gefordert wird, auch schon enthalten. Unter anderem eine verbindliche 3-monatige Lagerhaltung von rabattierten Arzneimitteln. Gut, weitere Fragen zu Arzneimitteln? Herr Küstner? Ja, genau dazu. Wann rechnen Sie eigentlich mit einer Verabschiedung durch den Bundestag dieses Gesetzes? Dazu kann ich mich nicht äußern. Das ist jetzt im parlamentarischen Verfahren und das bleibt abzuwarten. Ja, der Minister hatte sich ja dazu geäußert und aufs Tempo gedrungen. Deshalb nochmal die Frage, ob Sie sich da Tempo erhoffen und ob auf dem Weg dahin denn noch weitere Maßnahmen von Seiten Ihres Ministeriums geplant sind. Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich kann den Zeitplan trotzdem nicht kommentieren. Ich kann vielleicht noch so viel sagen, der Minister ist gerade in Schweden beim informellen Rat der Gesundheitsminister und hat sich dort auch geäußert zu dem Thema. Ich kann das gerne einmal vorlesen, was er dort heute Morgen gesagt hat. Wir haben ein sehr wichtiges Treffen, wo wir zusammenkommen. Wir werden uns insbesondere mit dem Thema Lieferengpässe für Arzneimittel beschäftigen. In ganz Europa ist mittlerweile ein Lieferengpass zu sehen, schon für Antibiotika. Wir müssen aber auch für andere Medikamente das Gleiche befürchten. Daher brauchen wir Regeln, die funktionieren. Deutschland hat schon Regeln gemacht, durchs Kabinett gebracht, die wir also in den nächsten Monaten umsetzen werden. Aber wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung. Ich werde hier dafür werben, dass ein Teil der Produktion gerade bei Generika-Medikamenten zurück nach Europa geholt wird. Das ist jetzt ein Teil seiner Aussage, aber so viel dazu. Gibt es weitere Fragen zum Thema Medikamente? Dann hatte ich Frau Drobalska ja noch mit einem anderen Thema. Zurück zu Pressefreiheit.
einlassen. Also da, aber die kommt ein bisschen spät jetzt. Dann sagen Sie es jetzt nochmal. Aber wir hatten das Thema ja eigentlich schon verlassen. Zu spät gemeldet. Es geht aber um Journalisten, die aus Russland und Belarus nach Deutschland flohen seit dem 24. Februar 2022. Viele davon haben humanitäre Visa für ein Jahr oder für 3 Jahre bekommen. Arbeitet man daran, den dauerhaften Aufenthaltsstatus von diesen Menschen zu sichern, oder wird es dazu kommen, dass es eine Verkettung von kurzfristigen Aufenthalten gibt? Ja, wer will, wer kann. Aufenthaltsbezug. Hier noch mal zum Abstimmungsbedarf. Ja, ich müsste Ihnen eine Antwort nachreichen, inwiefern es dann eher um das Asylverfahren geht oder um andere Aufenthaltstitel, aber das würde ich Ihnen nachreichen. Gut, wir verlassen jetzt die Pressefreiheit, also nicht so ganz, was uns betrifft, aber für das Thema heute. Richtig, jetzt alles. So, dann habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen Thema, richtig? Ja. Thema Türkei und die Wahlen in der Türkei, Herr Wagner. Die Grüne Partei, also die Partei der Außenministerin, hat ja dazu aufgerufen, den türkischen Präsidenten abzuwählen. Steht die Ministerin hinter ihrer Partei? Also was ich als Sprecher des Auswärtigen Amtes hier dazu sagen kann, ist, dass ja bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die da in der Türkei am 14. Mai anstehen, die TürkInnen und Türken wichtige Entscheidungen über die zukünftige Politik ihres Landes treffen und ihre demokratischen Rechte ausüben. Und entscheidend aus unserer Sicht ist, dass diese Wahl internationalen Standards entspricht, zu denen die Türkei sich ja auch selbst verpflichtet hat. Ich kann Ihnen noch ergänzend mitteilen, dass im Rahmen der internationalen Wahlbeobachtungsmission, ich weiß, das interessiert Sie ja, Sie hatten ja im anderen Kontext da Mittwoch eine Frage zugestellt, Deutschland auch einen wichtigen Beitrag leistet. Wir werden an der Mission der OSZE, die da ja Wahlbeobachter entsendet, mit voraussichtlich 45 Kurzzeitbeobachterinnen und 3 LangzeitbeobachterInnen aus Deutschland vertreten sein. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, ob die Ministerin hinter ihrer Partei steht. Die Partei fordert auch, alle politischen Gefangenen sofort freizulassen. Ist das die politische Haltung, also ist das auch die Forderung der Bundesregierung? Wissen Sie das? Alle politischen Gefangenen in der Türkei sofort freizulassen? Also für uns ist wie in allen Kontexten wichtig, dass sich unsere Partner an rechtsstaatliche Grundsätze halten. Und zu der Frage sozusagen, wie Sie die Stellungnahme der Grünen Partei da zur Wahl interpretieren, müssen Sie die Partei fragen. Bitte schön. Jetzt. Wie findet die Bundesregierung diesen Aufruf der Grünen, in einem anderen Land den Menschen zu sagen, welche Partei sie wählen sollen? Ich verstehe Ihr Interesse, aber das, was ich zu dem Thema gesagt habe, habe ich gesagt und dem werde ich jetzt hier auch nichts hinzufügen. Herr Jessen? Eine Frage ans Landwirtschaftsministerium. Also die Türkei? Ja. Okay, da kann man ja mal nachfragen. So. Ich müsste jetzt wissen, wo Sie sitzen, damit ich Ihnen auch dann das Mikrofon anstellen kann. So. Ja, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat aus der Vergangenheit, auch aus biografischen Gründen, immer wieder starkes Interesse an den Verhältnissen in der Türkei geäußert. Hat er eine besondere Beziehung zu diesem Beschluss seiner Partei, der er ja nach wie vor angehört? Unterstützt er den Inhalt dieses Aufrufs? Also ich, wie Sie wissen, spreche ich für das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und natürlich hat der Bundesminister aufgrund seiner Biografie einen besonderen Bezug. Das ist vollkommen richtig. Und er hat sich da auch schon mehrfach zu geäußert. Da verweise ich auf seinen Twitter-Kanal zum Beispiel und entsprechende Interviews. Mehr kann ich darüber hinaus nicht sagen. Bitte ich um Verständnis. Ja, vielleicht könnten Sie es nachliefern, wenn der Minister sich noch persönlich äußert oder verhält zu diesem aktuellen Aufruf. Das wäre nett, danke. Sie können, kann ich gern machen, wenn es was gibt. Wie gesagt, ich verweise gerne auf seinen Twitter-Kanal, der ist ja öffentlich und zugänglich. Gibt es weitere Fragen zum Thema Türkei? Das sieht mir nicht so aus. Gibt es noch Fragen zu anderen Themen? Das sieht mir auch nicht so aus. Dann schließe ich die Pressekonferenz. Danke allen, die gekommen sind und wünsche uns ein schönes Wochenende, soweit vorhanden.
Gesetz.